Moin Jungs, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wir probieren einfach irgendwelche dummen Challenges aus. Heute dran, Straight Line Challenge. Ach du Kacke, was ist das denn, Digga? Das ist doch so flüssig. Ja, hier ist maximal das Schwimmbad für Wildschweine. Dort unten war überall Scheiße. Also ich leg den Bruder jetzt erstmal da rein. Ja, der ist halt direkt weg. Gewässer überqueren Challenge, sage ich. Oh, ey, leck. Oha! Oha! Ich zeig euch mal ganz kurz die Strecke. Wir starten nämlich genau hier rein. Hier ist noch der schöne Weg. Und jetzt geht halt hier rein. Ich habe schon mal mein Handy bereitgelegt. Jo. Das Handy sagt jetzt zwar, ist nicht gerade, also er sagt gerade, wenn ich in diese Richtung gucke oder so. Aber wenn ihr jetzt guckt vom Weg aus hier, es ist mehr so nach links. Mehr hier geradeaus in die Richtung. Ich würde sogar noch sagen, hier so lang. Ja. Wird lustig. Ich habe diesmal auch einen kleinen Kompass dabei. Also was heißt diesmal, ist ja das erste Mal, dass wir es machen, aber wir gucken jetzt mal ganz kurz. Schauen wir das so ein. Dann seht ihr halt auch schon. Du musst ihn halt so stehen, dass wir gerade auslaufen. Ja, ich weiß, die Haare müssen auch mal wieder geschnitten werden. Die sind gerade relativ lang. Also, wir haben dabei eine Jägerjacke. Ganz normal. Eigentlich halt für die Jagd, aber macht es auch relativ atmungsaktiv. Oliv. Und ich hoffe auch noch ein bisschen wasserdicht. Sonst Flecktarnhose. Sonst haben wir neue Schuhe gekauft. Normale Wanderschuhe, was soll man sagen. Aber ja, und dann heute auch noch aufzüglich Basis dabei. Meine Ushanka, Schapka, Befo, wie man es auch immer nennen möchte. Rucksack haben wir auch dabei natürlich. Und, was ich auch vergessen habe, Handschuhe. Ist zwar jetzt im Multicam, Flecktarn, weiß nicht, ob das so gut passt, aber die gibt es ja leider nicht im Flecktarn. Okay, Leute. Es geht rein in den Wald. Ich habe jetzt leider keinen Headmount. Also ich habe einen Headmount, aber wegen der Mütze kriege ich den nicht dran. Ich gehe mal hier rüber. Ich glaube jetzt nicht, dass hier irgendwas schon wegrollen kann. Deswegen. Okay. Wir müssen jetzt halt hier wirklich gerade durch, ne? Also ich bin im Moment auf jeden Fall noch am Hoffen, dass wir hier nicht auf einmal auf irgendwelche Tiere treffen. Weil das finde ich gar nicht geil. Das finde ich ja wirklich gar nicht geil. Naja, ich ziehe mal ganz kurz die Mütze aus. Es geht jetzt aus der Freifläche raus. Kann auf jeden Fall gut wegrutschen. Gute Rutschgefahr gibt es. Oh, da ist ein Loch. Von hier kommen wir. Ist doch toll. Und Brennnesseln. Nee, ist doch cool. Oha. Da muss ich auf jeden Fall aufpassen, wo lang geht's. Oh, wir sind auf einer weiteren Freifläche. Guck mal, wie hoch das ist. Das geht mir. Bis zur Brust. Ne, bis unter die Brust geht mir das. Oh nee. Es geht jetzt geradeaus in diese Richtung. Ich würde sagen, let's go. Wenn hier ein Wildschwein rauskommt. Bruder, dann bin ich doch so im Arsch, Digga. Hier vorne sehe ich schon wieder so eine Freifläche. Ich nehme auf jeden Fall mal das Messer raus. Es geht jetzt erstmal hier mit lang. Oder hier durch. Oh, oh mein Gott. Oh Scheiße, warte mal. Ich schneide es direkt hier durch. Weil da drauf habe ich nicht so viel Bock. Es geht hier wirklich Arsch der Welt lang. Und ich glaube, ich bin auf einem Wildpfad.
mein Gott, ich hänge wirklich überall drinnen. Oh, scheiße, Digga. Hier hat irgendwas geschlafen, würde ich sagen, ne? Hier hat irgendwas gepennt. Eben noch. Sieht mir nicht nach einem Reh aus. Ein Reh ist doch viel größer. Frage ist halt, in welche Richtung die Viecher gelaufen sind. Ich höre jetzt mal nicht in die Richtung. Sieht ja halt schon so aus, als wären die hier so lang. Und dort. Nee. Ist auch cool. Macht doch Spaß, Leute. Oder? Leg mir noch. Also hier ist auf jeden Fall irgendwas lang gelaufen hier. Ey, ich hoffe wirklich, dass ich hier nichts verliere. Auf einmal geht irgendein Rucksack gegen Tasche auf und was fällt raus. Ist ja nicht so geil. Naja, hier sieht es auch irgendwie so ein bisschen aus. Jetzt vor allem so hier. Oha. 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 Scheiße. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Was ist das denn, Digga? Das ist noch so flüssig. Oh. Das ist Rückenmark oder so. Oder irgend so Fett. Boah, das stinkt. Das sieht immer aus wie ein Schädel von irgendwas. Digga, das glaube ich das erste Mal, dass ich wirklich so ein Live, so ein von einem toten Tier irgendwas finde. Ey, Digga, wenn ich jetzt von hinten angegriffen werde, dann bin ich halt komplett im Arsch. Digga, es ist krass. Naja. Ach du Kacke, wie soll ich denn jetzt hier durch? Oh mein Gott, Digga. Okay, ich muss das Messer mal ganz kurz wegpacken. Ich glaube, ab jetzt kommt eh nichts mehr. Oder wird erstmal nichts mehr kommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sind wir hier durch, ne? Na, da müssen wir durchkriechen. Okay, Leute. Kacke, ich hänge mal fest. Oh, leck mir doch. Das ist alles gut. Scheiße. Geil. Na. Geil. Wir haben es geschafft. Na, jetzt ist das mal wieder chillig. Also, wenn wir halt die ganze Zeit sowas haben, dann mache ich dann halt auch mit, ne? Das hier ist halt easy. Der Kompass sagt dort. Im etwas helleren Ding müssen wir lang. Na gut, unten durch würde ich sagen. Die Frage ist, ist das Ganze hier elektrisiert oder nicht? Springen wir noch drüber oder was? Dann macht die hier mal. Strom ist hier glaube ich keiner drauf. Okay, alles gut, wir haben es geschafft. Also wir sind jetzt auf jeden Fall auf einer Kuhweide. Ich war hier auch schon mal, damals mit einem Freund, da ist ein Weg. Wir sind damals da drüber gegangen und dann halt hier irgendwo, ne? Und es fängt an zu nieseln. Ach so, stimmt, das habe ich euch noch gar nicht gesagt. Ich habe einen Poncho dabei und es wird auf jeden Fall, oh ja, jetzt beginnt es zu regnen. Es wird auf jeden Fall heute nochmal so ein paar Mal geben, wo es richtig viel regnet. Jetzt denkt ihr euch ja, Paul, warum gehst du nur an so einem Tag raus? Ja. Einfach kann jeder, oder? Ist auch eine Challenge. Ich habe mittlerweile wirklich schon so Mangel, wenn ich nicht alle 2-3 Wochen so eine Tour mache. Habe ich halt wirklich schon so Mangel. Mangel davon. Hier müssen wir drüber, ne? Ist hier schon drauf? Oh, ich glaube schon. Irgendwas habe ich gespürt. Aber ich glaube, das ist nur Reststrom. Alles gut. Es wird heute auch noch eine Gewässerüberquerung geben. Wenn nicht sogar zwei. Ich sage es euch ganz ehrlich, meine Finger frieren jetzt schon ab. Und wir müssen noch durch Gewässer. Ist doch cool, oder? Macht doch Spaß. Ach, geil.
Nee, ich verstehe auch nicht. Das ist der Müll. Ich bin schon mitten im Wald. Ich bin mitten im Wald und warum liegt hier jetzt Müll? Hier ist noch ein Baum einfach. Digga, also, das hier sieht aus, als würde hier mal ein Förster. Ja, guck mal. Guck dir mal die Dinge an. Das ist komplett morsch. Ach du Kacke. Da wird ja auch direkt drauf auf mich fallen, ne? Ich würde auch mal gerne so ein bisschen umgucken. Hier ist halt alles nebelig heute, ne? Ich habe dabei zwei kleine Trinkflaschen. Eine, was ist denn das? 750 Milliliter gekochtes Wasser. Das war es auch schon an Trinken. Essen sieht es nicht besser aus. Oha. Hä? Was ist das? Ein Bierkrug? Was macht denn das im Wald? Naja. Regenwasser für die Tiere, ne? Aber cool, Digga. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man sowas hier findet. Muss auch mal ein bisschen Tempo hier machen. Weil wir haben heute Sonntag. Morgen habe ich wieder Schule. Ist doch geil. Sonst wollen wir ein bisschen frei haben. Ja, hier, okay. Leute, wenn hier mitten so ein fetter Baum ist, ich kann jetzt nicht hochklettern, ne? Muss ich jetzt so lang. Oha, warte mal. Was ist das denn für ein Tier? Ist das ein Hund? Oh, scheißegal, weißt du? Mir halt auch scheißegal. Ja, hier ist jetzt so ein. Hier ist wohl irgendwas lang gefahren, oder? Ja, na klar, also hier irgendwas. Hier sind so zwei. Hier ist irgendwas lang. Bisschen Angst jetzt hier mit dem Hund. Guck mal ganz kurz. Oh, es ist schon gut am Regnen, ne? Ich hol mal den Poncho raus. Ach du Kacke, guck dir meinen Rucksack an. Ach du Scheiße. Okay, Leute. Ich mach kurz die Kamera an die Seite oder ich mach sie kurz aus. Und mach das hier kurz richtig. So, Leute. Regenponcho ist an. Ich hoffe, ich vergesse ja auch nichts. Ich hab gar keinen Bock, Digga. Hey, nee. Boah, ich werde jetzt auch überall hier mit hängen bleiben, ne? Boah, ist das cool. Ich fange auch schon an zu frieren. Meine Hände? Spür ich nicht mehr. Hören werde ich auch gar nichts. Ich höre nichts. Cool. Nee. Cool. Und jetzt fängt es ja auch an, runterzugehen. Ich weiß nicht mehr, den Hund, den höre ich jetzt auch nicht mehr. Naja, was soll man machen, ne? Aber das Geile ist halt, man sieht den Übergang kaum. Das ist das Gute, man sieht den Übergang. Ja, keine Ahnung, wie man das nennt. Das geht so. Hier bin ich. Der Hund, der ist jetzt auch hier drin, ich weiß gar nicht, wie das aussieht. Nicht aber hoffentlich. Ja, schon, oder? Ist es drin? Naja. Let's go. Ja, der erste Akku. Ich glaube, ist auch einer der stärkeren. Der ist auch schon gleich leer. Ich sag's euch ganz ehrlich. Manchmal machen die Touren auch einfach gar keinen Spaß im Winter. Also, schon sagen, der Winter ist manchmal scheiße. Da kann man mal sehen, das kann nicht so gut. Aber es geht hier schon gut runter. Ich versuche hier halt auch mal einen Meter zu machen. Weil das mal halt so stellen, hier ist nichts Dickes. Hier geht auch noch runter. Guck mal, wir müssen da gleich wieder hoch. Naja. Aber let's go. Ich mach mal ein bisschen schneller hier runter. Oh. Und im eigenen Dings verhängen. Ah, da liegt hier runter. Oh. Wegrutscht. Die Hunde am Weg machen wir ganz gut in der Pause. Und runter. Oh. Scheiße, das ist da sind wir jetzt gerade runter. Sieht das gar nicht so richtig hier. Ja. Ein echtes bisschen schade. Doch. Hier ist es gerade. Da müssen wir mal kurz da drauf. Da in die Richtung. Diesen mittleren grünen Baum hier. Was ist denn das überhaupt? Da würde ich hier der. So links von diesem hier vorne. Dort entlang, geradeaus. Jetzt probier erstmal die Gucke wieder aus.
geht es hier runter und dann geht es hier hoch. Vielleicht melde ich mich, während es hoch geht. Ich muss halt wirklich gucken mit den Akkus. Ja, Leute. Auf entspannt geht es jetzt hier hoch. Bin jetzt schon von da hinten ein Stück hochgekommen. Und man rutscht hier wirklich alle 2 Meter weg. Ich habe gedacht, ich zeige euch das nicht, aber ich zeige euch jetzt mal. Linie ist doch eigentlich ganz perfekt. Geradeaus dort hoch. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so gut sieht. Oh, cool. Ich latsche auf jeden Fall auch schon auf dem Poncho drauf. Wisst ihr, was auch lustig ist? Ich hätte den Poncho gar nicht anziehen sollen. Ich schwitze gerade gottlos. Ich mache gerade ehrlicherweise eher weniger Spaß. Ja. Nee. Nee, ist so cool. Ich mache den jetzt hier oben durch meinen Rucksack durch. Da ich so gesagt so einen kleinen Gürtel davon habe, dass ich nach vorne die Füße schön heben kann. Ja, viel besser. Das können jetzt, by the way, kleine Schiefersteinsachen. Die halt, wenn du dich zu fest dran festhältst, rutscht es einfach weg. Deswegen muss er das mal. Taktisch herausfinden, wie ich hier hoch soll. Wir nutzen ihn hier. Ja. Scheiße. Oh nein. Ich rutsche. Ja. Müssen wir links. Leute. Komm, wir sind im Wanderweg. Ah, scheiße. Hier ist die Linie, wir sind ein bisschen schief gekommen. Wir sind wirklich ein bisschen stark hier schief gekommen. Das heißt, wir müssen wieder ein Stück dort runter. Ach geil. Und hier kommt dann die erste Bachüberquerung. Jo, ich mach die GoPro aus. Wenn wir wieder auf der Linie sind oder so, mach ich wieder an. Ich packe jetzt auch mal wieder den Poncho ein, weil das ist behindert mit dem. Ich habe jetzt so einen kleinen Bach gefunden. Also ich komme jetzt gerade von da, ne? Nicht wundern. Aber hier ist eine kleine Ausflugstelle von mir. Hier ist immer so ein kleiner Bach. Und da sieht man schon, es geht hier runter, dort entlang. Fließt dann drüben in den Bach. Ich bin jetzt den ganzen Weg lang gelaufen. Okay, wir laufen lieber mal weiter, nicht nach hinten gucken. Vielleicht hört ihr ein Rauschen. Das ist der Bach. Das klingt gerade so, als könnte man da nicht durch, so easy. Da drüben ist ein kleines Schotterfeld. Ich weiß nicht, ob man das euch irgendwie noch ein Stück besser zeigen kann, um da drauf zu gehen. Da drüben ist ein Schotterfeld. Ich weiß nicht, wie wir das vermieden haben, aber ich bin froh, dass wir das gemacht haben. Also, dass wir es vermieden haben. Oh ja, hier. Da drüben. Jetzt geht's nach da. Geradeaus nach da. Hier unten durch. Ich kann euch das Ganze gar nicht zeigen, weil ich brauche die Akkus. Ach, was klebt denn jetzt hier? Was stimmt das hier, Mutter? Irgendeine Kacke, geil. So, Leute. Von hier irgendwo. Dort sieht man ein bisschen, wie ich da durchgegangen bin. Hier. Und wir sehen auch schon den Fluss. Den Bach. Was auch immer. Da müssen wir auch gleich hoch, auf den Berg da.
Scheiße. Digga. Man muss schon sagen, ich bin am Ende. Meine Mütze auch die ganze Zeit am Verrutschen. Also kann man eigentlich schon ganz abnehmen. Guckt euch halt mal an, wie dreckig die auch schon wieder ist. Naja. Ich bin auf jeden Fall von dort oben gestartet und bin jetzt hier unten irgendwo rausgekommen. Weil ich mal keine Ahnung hatte, wo es durchgeht. Man hat nichts gesehen. Und das hier ist halt wirklich Wildschwein. Paradies. Sag ich mal. Aber, oh, da oben noch irgendwelche Vögel, cool. Jetzt müssen wir hier so ein komisches Schotterfeld hoch. Und dann über nochmal über den Berg und dann sind wir am Fluss. Deswegen, ich würde sagen, wir sehen uns halt einfach am Fluss gleich. Weil ich habe 15% auf dem Akku, das wird uns nichts mehr. Ja, hier ist maximal das Schwimmbad für Wildschweine. Dort unten war überall Scheiße. Hier sieht man das mal. Vielleicht irgendeine gute Spur, aber... Na, kann auch sein durch den Regen jetzt, ne? Dass es nicht mehr so frisch aussieht. Oh doch, das sieht schon sehr frisch aus hier. Und hier geht es auch ein bisschen so rein. Jetzt wäre hier so ein Bauch. Cool, kann ich machen mein Video. Naja, da drin ist wieder der Fluss. Ich nenne es Fluss. Wenn er euch aufregt, dann regt ihr euch halt auf. Ist mir scheißegal. Hier sind die, glaube ich, nicht hoch, ne? Da sind die ein bisschen zu fett für. Hier ist auch irgendein Loch. Irgendein Bau von einer Maus oder so. Bin mir nicht sicher. Boah. Das sieht irgendwie doch schon aus, als wären hier ein paar Wildschweine gewesen. Bisschen runtergerutscht sind die, glaube ich, auch. Dort oben sind so zwei Löcher, jetzt hätten die da mit der Nase drin rumgewühlt. Naja. Wir sind immer noch auf der Linie, also war tatsächlich, dass ich da links runtergegangen bin, tatsächlich ganz gut. Oh, und mein Rücken. Oh, ich habe gerade wie... Oh, Hexenschuss oder so eine Scheiße. Oh, tut das weh. Ey, das ist doch der übelste Wildschweinweg hier oben. Jetzt kommen wir in die Wildschweinhöhle. Guck, kannst du mal abdrücken. Oh, mein Schuh ist auf. Ganz geschafft, war der Schuh ist auf. Holy shit. Schuhtechnisch, dafür, dass ich das erstmal anhab, gehen die total klar. Würde ich mich jetzt gerne mal hinsetzen. Und mein Schuh binden. Doch noch einmal ganz kurz. By the way, die GoPro hat jetzt roten Akku. Wir befinden uns hier. Hier vorne ist dann der Fluss. Hier seht ihr, hier bin ich da so dieses ganze Stück hochgegangen und dann bin ich halt wieder runter. Hier vorne, diese kleine Spitze, ist das dann, wo ich eben gesagt habe. Sind wir dann doch wieder ein Stück runter, ne? Bin wieder ein bisschen hoch, weil ich gedacht habe, wir wären gar nicht wieder auf der Linie. Aber bin tatsächlich noch weiter runter auf die Linie. Aber ja, dann geht's halt for real diesen ganzen Berg hier hoch. Ach, Digga, es wird lustig. Ja, wir sehen uns. So, Leute. Ich bin unten. Ach du Kacke. Seht ihr das? Das Ding ist komplett am Strömen. Wir können mal hier runtergehen. Scheiße. Ich bin gerade am überlegen, hier unten bei diesem, das liegt so ein Baum. Jetzt zeige ich das Ganze mal. Wir gehen ganz kurz langsam runter. Ich muss aber ein wegen dem Akku. Leute, Scheiße. Ich bin gerade den ganzen Weg hier runtergerutscht. Ich hoffe, er kommt mir durch. Ach du Scheiße, ist das stark schwimmend. Ach du Scheiße. So, Leute, Akku ist leer. Wir sind jetzt hier. Scheiße, Digga, ich verstehe, ne? Mir ist gerade aufgefallen. Ich wollte eigentlich hier, ne? Ich habe auf mein Handy geguckt. Ich zeige euch das Ganze nochmal. Ich bin jetzt irgendwie ein ganzes Stück wieder nach rechts gegangen. So, hier seht ihr das nochmal. Ich mache es ein bisschen größer. Ich bin hier halt irgendwie abgekommen, ne? Vom Weg. Deswegen, ich gehe jetzt mal zu dem Baumstamm da drüben und gucke, wie es dort ist. Naja. Okay, Leute. Es geht jetzt für mich wieder ein Stück hoch und dann hier rüber. Wie auch immer ich das anstellen soll. Bin nämlich gerade schon. Ich würde sogar eigentlich am liebsten würde ich einfach runter direkt. Die Frage ist halt nur wie. Oh, ich habe eine Idee. Ja, das könnte was werden. Oder man geht halt einfach hier. Ja, aber das ist scheiße. Der ist schwer genug, der hält uns auf jeden Fall. Kann ich mich mal dran halten.
irgendeine Scheiße im Gesicht. Ich hoffe, er bricht einfach nicht. Oh. Oh. Fuck. Okay. Irgendwie runter einfach. Auf ihn hier. Und wir sind unten. Scheiße. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Wir sind jetzt, by the way, auch schon 2 Stunden unterwegs. Und wir haben noch nicht mal 1 Kilometer. Also das ist echt krass. Ach du Kacke. Und da will ich durch. Ich glaube, ich muss meine Hose ausziehen dann. Guck mal. Also ich leg den Bruder jetzt erstmal da rein. Ja, der ist halt direkt weg. Scheiße. Ich weiß noch gar nicht, wie tief es ist. Ich werf mal einen so rein. Der war ja komplett weg. Sieht auch dort unten, sieht es irgendwie chilliger aus. Ich guck tatsächlich mal dort unten. Oh, das ist wirklich chilliger dort drüben. Wartet mal. Hier hoch. Ich hoffe, ihr seht was. Ich hoffe, dass die GoPro nicht schon wieder komplett verschmiert ist. Oh nee. Also wenn ihr das machen wollt, macht's einfach im Sommer. Scheiße. Doch, doch. Da kommen wir durch. Hier drüben, hier ist auch glatt. Oh, schön ins Wasser rein. Egal. Hier durch. Easy, easy. Erstmal Rucksack ab. So Leute, ich habe mir jetzt hier mal so einen Baum geholt. Zu gucken, wie tief das Ganze hier ist. Es geht aber. Aber das sind so Steine, wo du halt ausrutschst, ne? So Leute, ich habe hier nochmal ein paar Barfußschuhe einfach. Die sind zwar mittlerweile schon ein bisschen alt, ein bisschen zu klein, aber ich hoffe, das wird funktionieren. Ich wäre wirklich lieber dort hinten lang gegangen, Leute, aber hier sind weit und breit nichts, ne? Fuck. Fuck, fuck, fuck. Okay, ich packe jetzt die Sachen ein und dann geht's rüber. Ich hoffe nur, dass ich nicht umfalle und irgendwas nass wird, Digga. Das wird so scheiße, ne? Ich werde auf jeden Fall auch mein Handy nehmen und das ganz tief irgendwo einpacken, damit es nicht nass wird. Die GoPro, scheiße. Ich habe auf der GoPro den Media-Mod drauf. Das heißt, die GoPro ist nicht mal ganz wasserdicht. Wenn die GoPro da reinfällt, ist vielleicht die GoPro kaputt, Digga. Oh, leck mich da am Arsch. Oh mein Gott. Vor allem, mir fällt gerade auf, ich hätte einfach über die Straße gehen können. Jetzt bin ich eh schon so ausgezogen, jetzt geht's da rüber. Es ist scheißegal. Okay, Leute. Handschuhe nicht vergessen. Ist ja blöd. Ja, vielleicht können wir die noch ein bisschen sauber machen. Naja. Oder halt auch nicht. So. Die werfe ich mir jetzt hier rüber. Über den Hals. Oh, geil. So. Rüber. Leck mich am Arsch. Oh. Ja, der kommt aber bis zur anderen Seite, oder? Nein. Scheiße. Scheiße, große Scheiße. Ich will mir einen Stock holen, den ich als Gehstock nutzen kann, wisst ihr? Scheiße. Mann, was mache ich hier? Okay, das muss es sein. Das wird es. Ich sehe mich doch schon, wie ich ausrutsche oder so eine Scheiße. Es ist verdammt kalt. Ich gehe, glaube ich, doch rüber.
Scheiß drauf, ist es mir egal, was ihr sagt. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe, ohne wegzurutschen. Ich rutsche mich jetzt schon weg. Okay, zu zweit würde ich es machen. Aber nee. Wir gehen da drüber. Wir gehen da drüber. Scheiß drauf. Wenn ich ausrutsche. Scheiße, ist das tief. Nee. Weiß nicht mal, ob ich das von der Tiefe her schaffe. Mann, jetzt laufe ich hier halb nackt. Diesen scheiß umgefallenen Baum dort. Weil es dort keinen mehr gibt. Gewässer überqueren Challenge, sage ich. Boah, ey, leck mich doch die A. Bah, Junge. Platz hier. Der König kommt. Wirklich am. Was für eine Scheiße ziehe ich denn hier ab? Ich muss kurz darüber. Dann haben wir es, glaube ich. Also den Zecken gefällt das gerade sehr. Ich sag's so. Mann, nein! Okay, hier können wir wieder runter. Ich weiß nicht mal, wo ich hinlaufe wegen den scheiß Schuhen, ne? Ach komm, verpiss dich doch. Guck mal, der Stock da. Ach komm, da geht's jetzt lang. Was soll ich denn tun? Gerade Linie laufen. Den Scheiß gerade Linie laufen. Mann, jetzt hier noch ein Loch. Ey. Bitte. Tu mir halt nicht an. Es ist verdammt kalt, Leute. Hier geht's schon richtig tief. Oha. Fuck. Oha. 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 Ey, ist das stark. Oh. Ja, scheiß drauf. Oh, meine Eier! Oh. Wir haben's! Oh, da ist ein scheiß Stein angehoben auf einmal. Oh. 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 Also ich sag's euch ganz ehrlich, ich hätte das nicht geschafft. Ich hätte das nicht geschafft, wäre ich anders gegangen. Ich gehe dort mal wieder unter die Brücke. Digga, ihr habt doch bestimmt gesehen, wie krass der Stock da weggeschwommen ist. Da. Da. Der Rucksack ist kaum nass geworden von unten. Scheiße. Leck. Puh. Von der Kälte geht's aber sogar noch. Oh, die Hände sind gefickt. Hier habe ich den Baum berührt. Schau dich das mal an. Hier habe ich den verschissenen scheiß Baum geküsst. Ja, aber wäre der Baum nicht gewesen, das war so eine krasse Strömung. Digga. Also sowas habe ich noch nie erlebt. Oh, hätte ich jetzt so einen Gasgrill oder so. So einen kleinen Gaskocher. Hätte ich mir jetzt irgendwas. Nämlich hier so eine kleine Gasflamme gemacht. Und hätte erstmal hier so meine Füße aufgewärmt. Ich hoffe, dass das Wärme gibt. Ich weiß gar nicht. Ich habe noch nie einen Gaskocher benutzt. So, und ich sag's euch jetzt mal ganz ehrlich. Es gibt so eine Sache. Man zieht sich nicht noch mehr Socken an, wenn die Füße frieren. Ich könnte jetzt beide übereinander ziehen, aber das macht man halt nicht. Weil. Oh mein Gott. Weil.
Wenn ihr zu viele Sachen aneinander anzieht, dann wird auch die Blutzufuhr getrennt irgendwann und dann sind eure Füße halt komplett im Arsch. Ne? Am besten einmal mit den Zehen wackeln. Hier auch mal so machen, hier so zack, 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 dass hier schön Blut reinkommt. Auch mal so hier, den hier, zack, zack hier. Oh. Ja, 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 das Gefühl kommt langsam wieder. By the way, wir haben 2 Grad oder so, ne? Von daher Wasser vielleicht 3, 4 Grad. 5 Grad, sagen wir mal. 5 Grad hat das Wasser, ne? 4 Grad. Ach du Scheiße, Digga. Oh, das wärmt schon gut. Das wärmt schon gut. Hey, Digga, ich könnte ja mal pennen. Ich schwöre, ich hätte gerade so Bock, hier einfach so einen Mittagsschlaf zu machen. Ah. Schon kalt, Digga. Es ist schon kalt. Mein Rücken auch gerade. Kommt schon. Ja, ich hätte mir vielleicht noch eine kleinere Jacke anziehen sollen oder so. Oder mitnehmen sollen zumindest. Ich weiß auch gar nicht, ob es dazu eine gute Idee ist, mich jetzt hier hinzusetzen, der Behinderter. Aber ich habe mich jetzt hier auch an der Stelle sehr schön dazu entschieden, das Ganze abzubrechen. Weil, Digga, es ist insane. Wir haben 11:02 Uhr haben wir. Wir haben 11:02 Uhr, Digga. Was ist das für eine Verarsche denn? Okay, aber die Beine sind schon mal nicht mehr rot. Aber ich habe maximal Gänsehaut und friere. Hier. Ich hab's. Wärme, wärme, wärme. Hier oben ist schön warm. Ich habe nämlich etwas gekochtes Wasser dabei. Ich weiß nicht, wie krass das die Temperatur verloren hat oder so, aber probier mal. Es ist auf jeden Fall noch verdammt heiß. Also was ich machen wollte, ich habe mir ein paar Nudeln mitgebracht, Leute. Wir machen uns jetzt Nudeln. Wir machen uns jetzt erstmal ein paar Nudeln. Let's go. So, ich lasse das Ganze jetzt mal auskühlen ein Stück. Erstmal hier. Ich kann das Ganze auch in die Hand nehmen und mich damit wärmen. Oder meine Füße damit wärmen. Meine Hände, glaube ich, damit zu wärmen, ist schon besser. Meine Beine gehen so gerade. Mir ist relativ warm, muss ich sagen. Man muss halt sagen, die Kälte ist in Ordnung. Gerade ist ertragbar. Es sind halt immer noch 2 Grad. Aber ich glaube, wenn ich den Knecht weg, boah, dann ist schon kalt. Also, den Bruder hier mit dabei zu haben, der carried auf jeden Fall schon. Lass es mir jetzt hier gut schmecken. Noch ein bisschen muss ich warten. Die sind noch ein Stückchen zu. Wieder ist hart. Sonst schütte ich einfach noch mal ein bisschen mehr rein. Geht ja auch immer. So, zack, zack, zack. Mhm. Es ist essbar. Es geht wieder in die Hose rein. Oh, ist das ekelhaft. Boah, ist das scheiße unangenehm. Ey. Leute, ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Weil dieser scheiß GoPro-Akku, der zweite gute, ne, diese weißen, die kältefest sind und so, die Enduro-Akkus. Digga. Der ist jetzt schon gleich leer. Das wird nichts. Ich habe jetzt noch einen einzigen normalen. Mein anderer blauer, der ist mal kaputt gegangen oder so. Deswegen, ich habe jetzt nur noch einen einzigen. Und... Jo, das wird cool. Mir wird jetzt auch langsam kalt. Ich habe jetzt meine Hose wieder an. Die Kälte dort geht eigentlich, Digga. Mir ist halt gerade richtig warm. Jetzt ist mir wieder oben kalt, Digga. Ist doch geil. So, Leute. Mir ist verdammt kalt. Und ich versuche jetzt einmal ein bisschen Wärme aufzubauen. Ich hoffe, dass es funktioniert. Jo. Also Beine, Füße, Oberkörper, alles in Ordnung. Hände sind jetzt kalt, die Handschuhe sind komplett nass. Da wird nichts mit. Für nächstes Mal auf jeden Fall merken, ich nehme meine anderen Handschuhe zum Durchschlagen.
weil die eher hier wärmend sind und dann benutze ich die hier als so wärmende Handschuhe. Also mir ist auf jeden Fall fucking kalt. Es ist krass. Ich bin halt schon umzusammeln mit den Händen. Ich wärme hier gerade noch meine Hände. Ich habe noch mal ein bisschen Brühe aufgekippt. Das Ganze sieht jetzt so aus. Und ja, keine Ahnung, die Kamera hat nur noch 2%. Deswegen würde ich sagen, cheers. Wir sehen uns dann mit dem anderen Akku nochmal irgendwann. Keine Ahnung. So, Leute. Ich bin komplett im Arsch. Das wird heute nichts mehr. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Sollte aber nicht so sein. Eben ist mir noch mein einer Akku fast ins Wasser gefallen. Ja. Auf jeden Fall. Ich wollte nur sagen, hiermit breche ich den Selbstversuch ab. Beziehungsweise das Training. Weil ich bin immer kaputt. Ich habe jetzt nicht die richtigen Sachen dabei gehabt. Genug Sachen. Hätte ich ein zweites Paar Handschuhe dabei gehabt, hätte ich es, glaube ich, geschafft. Schon dumm genug, dass ich das an einem Sonntag mache. Ich habe morgen nicht frei. Morgen ist gar nichts. Morgen ist Schule ganz normal. Und ich bin netter Spaß. Gehe hier raus in die Kälte. Aber hier merkt man, man ist wieder an der Straße. Es ist überall Müll. Müll hier. Ich zeige euch gleich noch mehr Müll. Ja, ein weiterer Grund, warum ich es wahrscheinlich jetzt hier abbreche, ist, dass es mittlerweile der letzte Akku, der drin ist. Und wir haben, ja okay, 90% haben wir halt noch. Aber für die ganze Tour wird das nicht reichen. Wir haben erst ein Zehntel geschafft. Oder wir hätten auch erst ein Zehntel geschafft. Ich würde mir vielleicht auch sogar noch so eine Hose, die man so unterzieht. Wisst ihr, diese Unterhosen, diese langen Unterhosen. Würde ich mir vielleicht sogar noch eine mitnehmen. Keine Ahnung, ob das schlau ist oder so. Ach du Kacke, ist hier viel Müll. Das kann es auch keinem erzählen. Guckt euch das mal an. Ihr denkt, das war's. Guckt euch das mal an. Digga. Holy shit, Junge. Wie viel ist das denn? Aber ja, dann würde ich sagen, ich würde das dann hiermit beenden. Ja, war schön, das Ganze versucht zu haben. Ja, weil... Seht ihr das selber? Da hoch! Ich bin komplett tot, ich schaff das jetzt nicht mehr. Wir haben jetzt mitten am Tag, ist irgendwie 13 Uhr, glaube ich, gleich. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Zeitgefühl mittlerweile auch schon verloren. Es ist krass. Naja. Und mein Taxi kommt jetzt gleich. Und dann geht's wieder nach Hause. Vielleicht, wenn man das mal mit zwei Personen machen würde und nicht so spontan machen würde, dann würde man auch mal Spaß bei der ganzen Sache haben und Bock darauf haben. Aber es geht ja hier bei der ganzen Sache auch nicht um Spaß. Dann haben wir hier leider verkackt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr fandet die Gewässerüberquerung lustig. Ihr müsst jetzt nicht gerade eine gerade Linie durch so ein Gewässer machen, sondern da habt ein paar Tipps mitgenommen, wie man das auch vielleicht im Sommer machen könnte. Bei nicht so viel Strömung, bei wärmerem Wasser und so. Aber, naja, war lustig. Hat Spaß gemacht, mir zumindest. Die paar Stunden, ich glaube, wir sind jetzt hier seit 5 Stunden oder so bald. Ja. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne eine positive Bewertung da. Einen Kommentar. Wäre auch nett. Was ihr noch so für Challenges habt. Ich möchte ganz viele Challenges noch probieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Selbstversuch, bei der nächsten Tour. Haut rein, Leute, und ciao, ciao.